Guten Morgen zusammen. Heute geht es um Verstopfungen lösen an einer Küchenspüle, Waschtisch, Bidet, Badewanne und Duschwanne. Ich mache das heute extra ein bisschen umfangreicher und mit mehr Infos, damit man einfach sieht, ah, so kann ich das machen, das sollte ich lieber sein lassen und das ist der bessere Weg oder das ist nicht so toll. Die meisten Verstopfungen löse ich tatsächlich mit einem Pumpfix. Den kannst du im Baumarkt erwerben für ein paar Euro. Ich glaube, die meisten Menschen haben das auch schon zu Hause. Und anfangen werden wir an der Küchenspüle. Es kommt schon ab und an mal vor, dass ich dann mit der Spirale auch reingehen muss. Wie ich das Ganze vorbereite, was ich mache, damit ich mit der Spirale keine Sauerei habe und damit es wirklich schick danach ausschaut, seht ihr jetzt in diesem Video. Und nun wünsche ich euch eine gute Unterhaltung und viel Spaß beim Lernen. Das erste, was ich mache, ist immer so einen Chip einsetzen, damit ich die Spülmaschine oder wenn auch eine Waschmaschine angeschlossen ist, damit ich die abblenden kann. Die sind eigentlich immer bei den neuen Siphons mit dabei und ich lasse die bei den Kunden immer da unter der Küchenspüle oder gibt es dem Kunden in die Hand. Die haben einen Durchmesser von 29 mm. Ich habe mal geguckt, ein 2-Euro Stück ist zu klein und einfach zu dick, das passt da nicht. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ja, wenn ihr einen neuen Siphon einbaut oder wenn ihr euch die Voraussetzungen schafft, ihr könnt es auch aus Kartonage schneiden, legt euch das zur Seite. Dann blende ich den Zufluss ab und lasse erstmal jetzt das Becken mit heißem Wasser volllaufen. So, Lappen nass machen, auf den Überlauf drauflegen, draufdrücken, jetzt den Weg frei machen, dass es ablaufen kann. Und jetzt drückst du den Überlauf zu und fängst an mit dem Pumpfix das Wasser hin und her zu pumpen. Seht ihr das? Und jetzt, der Strudel bildet sich normal, jetzt noch nicht. Ja. Normalerweise ist es so, dass wenn du das Becken vollfüllst, den Stöpsel ziehst, dann fängt es schon an, Strudel zu ziehen. Und den Chip mache ich deswegen rein, dass wenn ich den Druck aufbaue, ja, ich schiebe ja das Wasser rein und ziehe dann durch ein Vakuum das Ganze wieder zurück. Wenn ich heißes Wasser nehme, drücke die Sedimente oder die Ablagerung hin und her, ziehe sie hin und her. Das ist, wenn du jemand die Hand gibst und du drückst hin und her. Und so kann ich die Verschmutzung, die Verkrustung alle lösen. Und das heiße Wasser, deswegen mit dem heißen Wasser, löst sich das Ganze viel besser und viel schneller. Und die werden dann weggeschwemmt ins Abwassernetz. Manchmal ist es so, dass dieser Siphon leergesogen wird. Das hörst du dann so. Und dann ist er leergezogen. Und es fängt an, nach den Kanalgasen zu riechen. Das kann drei verschiedene Ursachen haben. Erstens, die Leitung ist zugewachsen von dem Durchmesser auf einen kleineren Durchmesser und es kann nicht genügend Luft nachkommen. Das zweite ist, die Dimension ist vielleicht zu klein gewählt, also der Querschnitt ist zu klein, dass es dann eine Vollfüllung gibt und dann zieht es den Siphon leer. Und das dritte ist, dass das Gefälle nicht richtig verlegt worden ist. Das bedeutet einfach zu stark das Gefälle. Also nicht so auf einen Meter, ca. 2 cm Gefälle, sondern 45 Grad. Das Wasser fließt nicht so runter, es läuft immer so, gibt schneller eine Vollfüllung, nicht richtig. Also das Gefälle immer beachten und dann funktioniert es auch mit den Ablaufleitungen. Jetzt füllen wir das Ganze nochmal. So, lassen die Leitung sich erstmal füllen und dann gehen wir nochmal mit dem Pumpfix rein. Und jetzt kannst du auch ein bisschen heißes in das heiße Wasser Spüli nachgießen. Das Spüli hat zur Folge, dass dann die Fette und so weiter besser sich lösen und mitgeschwemmt werden. Und jetzt haben wir das zweite Mal schon gepumpt. Das Wasser läuft immer noch relativ langsam ab. Und jetzt machen wir das Ganze mal mit der Spirale. Bevor ich jetzt die Spirale einsetze, wollte ich euch einfach mal zeigen, wie die Situation jetzt ist. Ja? Das sind ganz normale Siphons, so sind die normalerweise angeschlossen. Die sind mitten in einem Raum, nehmen dir die ganze Fläche weg und du hast dann weniger Möglichkeiten zum Sachen reinstellen. Wenn ein zusätzliches Ablagebrett drin ist, wo man Sachen ablegen kann, dann muss man das ausschneiden. Das sieht immer, naja, nicht so toll aus.
Und deswegen baue ich meistens die Küchensiphons, wenn ich da dran bin, baue ich die um. Und zwar mache ich mit so einem Umlenkstück, was man separat kaufen kann. Es gibt auch die Siphons als Raumsparsiphons als Ganzes. Falls du nur ein zusätzliches Bauteil kaufen willst, das ist das hier. Da ist ein Umlenkwinkel und eine Umlenkstange mit dabei. Setzt du gerade drauf und dann kannst du mit dem Fitting, mit dem Kunststoffrohr, kannst du dir den Weg bauen, wie du das gerne hättest. Den kannst du dann verdrehen. So, und dann kannst du das Ganze so aufbauen, dass das hier von dem hinteren Bereich ist. Nennt sich Raumsparsiphon, um den Raum zu sparen, damit man hier mehr Sachen reinstellen kann. Ich habe das aufgebaut und normalerweise ist es so, dass du hier bei der Verbindung, da hast du einen 2x45 Grad oder 87 Grad Bogen drin. Dann geht das Wasser nämlich von der Spüle direkt weg. Ich mache das eigentlich fast bei allen Objekten immer so, dass ich einen zusätzlichen Abzweig reinbaue, 2x45 Grad und ein HT-Endkappe oder eine Endkappe draufsetze. So, wenn ich jetzt die Endkappe wegnehme, mit der Spirale reingehe, dann habe ich den riesen Vorteil, ich kann die ganze Zeit heißes Wasser laufen lassen. Und dann gehe ich mit der Spirale rein, das Wasser, was die ganze Zeit durch den Siphon durchläuft, spült mir den Dreck weg. Die Spirale ist immer warm und im Wasser gebettet. Ich kann die ganzen Schmutzstoffe alles wegtransportieren, bis in die Entwässerungsleitung, bis in den Hauptkanal rein und spült quasi mein Werkzeug auch in dem gleichen Moment. Also ich mache zwei Sachen gleichzeitig. Wenn ich dann die Spirale raushole, brauche ich nur ein bisschen Küchenpapierrolle, wische ich damit weg oder treibe ich die trocken, ziehe dann die Spirale wieder in das Case wieder zurück und dann ist mein Werkzeug wieder sauber. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich euch. So machen. Du kannst auch bei der Spirale, kannst du auch mit dem Akku das Ganze hier ansetzen, kannst du drehen, mache ich aber nicht. So, da seht ihr jetzt, das Wasser läuft ja ganz langsam ab, aber jetzt läuft es mir hier raus. Ja? Das heißt, irgendwo dort in unmittelbarer Nähe ist die Verstopfung. Jetzt drehe ich die Spirale zu, drehe die ganz leicht. Wenn ich das Ganze von Hand mache, habe ich auch mehr Kontrolle darüber. Das bedeutet, ich kann dann steuern, ob die Spirale sich verzwirbelt oder nicht. Da geht es jetzt wieder ein bisschen schwerer, Spirale wieder verschließen, leicht drehen. So, wieder aufmachen, nochmal ein paar Zentimeter rein, immer von Hand reinführen, nicht mit Gewalt. So, jetzt ist wieder an einem Punkt angekommen, da geht es nicht mehr weiter, wieder verschließen, wieder langsam rein und kurbeln. Und dann kannst du wieder ziehen, ja, und wieder reinlaufen lassen. So. Und jetzt, wenn ich die Spirale loslasse, ja, dann, wenn die mir zurückläuft, so mit der Drehbewegung, dann weiß ich genau, aha, die ist schon kurz vorm Abknicken. So, nochmal ein bisschen rausziehen, nochmal lösen. Jetzt ist der Punkt weg, ja, jetzt kann ich die Spirale reinfahren. Jetzt schiebe ich die wieder ein bisschen weiter. Bisschen auf, wieder zu und nochmal weiter schieben. Wenn es von Hand nicht mehr weiter geht, dann ist wieder ein Punkt erreicht, wo es ein bisschen schwieriger geht. Das kann sein, dass da Bögen drin sind oder vielleicht Verschmutzung. Ja? So, jetzt drehen wir wieder ganz leicht. Jetzt kann ich die Spirale zurückziehen. Weil wir ja vorher die ganze Zeit das Wasser haben laufen lassen. Das heiße Wasser ist die Spirale jetzt heiß und sauber und jetzt kann ich die direkt in das Gehäuse der Rohrreinigungsspirale reinschieben. Bevor ich jetzt das Rohr rausnehme, mache ich da erstmal nochmal die Endkappe drauf. So, Endkappe drauf, das bedeutet, jetzt kann ich mal das Wasser laufen lassen, das Becken wieder füllen und dann kontrollieren, wie der Füllungsgrad ist und ob das jetzt besser geworden ist oder nicht. Ich mache das Becken immer komplett voll und ich mache auch immer das Ganze, teste ich immer mit heißem Wasser. So, jetzt bildet sich der Strudel und jetzt läuft es wieder so ab, wie es sein sollte.
So, Chip wieder draußen, Spülmaschine angeschlossen. Dann testen wir nochmal, ob die Spülmaschine läuft, abpumpt und wenn das soweit okay ist, dann geht's zu der nächsten Stelle. Jetzt hat die Maschine schon abgepumpt und ich sehe, mein Schlauch oder mein Anschluss ist dicht. Jetzt alles wieder zurück. Am Waschtisch ist es mehr oder weniger das gleiche. Einmal Stöpsel runterziehen, abstopfen, den Überlauf, den musst du immer zustopfen. Ja? Ohne dass du das, wenn du das nicht zustopfst, wird das nicht funktionieren. So. Die Elemente unten, die Schubladenelemente habe ich jetzt rausgenommen, weil ich immer dann nochmal kontrollieren will, ob das hier noch so, dicht ist oder nicht. Jetzt ist wieder mit heißem Wasser das Becken zu füllen. Pumpfix rein. Und das gleiche nochmal. Stöpsel gereinigt, wieder drauf. Jetzt wieder Stöpsel hoch. Wieder heißes Wasser. Beim Bidet läuft das Wasser schon so dermaßen schnell und gut ab. Ich wollte euch aber zeigen, im Prinzip ist es der gleiche Weg. Ja? An der Badewanne ist die Ab- und Überlaufgarnitur hier oben. Ja? Und da muss man jetzt mit einem nassen Lappen das Ganze abdichten, damit du ein Vakuum erzeugen kannst. Ich habe mich jetzt entschlossen, oder ich nehme jedes Mal ein Handtuch, mache das richtig nass, lege das rum, drücke das mit der Hand fest und dann kann ich das Ganze mit dem Pümpel machen. Jetzt mache ich mal das Handtuch weg. Hört ihr das? Dieses Geräusch bedeutet, dass du gar kein Vakuum erzeugen kannst. Ja? Die Haare oder die Reste könnt ihr entweder mit der Pinzette oder ich benutze immer mein Multifunktionswerkzeug. Damit hole ich dann den Schmutz raus. Was ich euch noch mitgeben will. So, ihr habt jetzt hier, seht ihr da die Schraube und dann habt ihr vielleicht eine Duschwanne, wo ein Standrohr drin ist. Das ist so ein verkrummtes Rohr, ca. 10-15 cm und das nutzt ihr wie ein Stöpsel. Dreht bitte diese Schrauben, die an der Duschwanne und Badewanne sind, nie raus, wenn ihr keine Revisionsöffnung an der Duschwanne oder Badewanne habt. Wenn du die Schraube löst und der Siphon unten, da hat eine Dichtung, die ist da drauf, da ploppt runter. Du holst das mit der Zange wieder hoch, drehst die Dichtung oder die Schraube wieder rein. Das kannst du vergessen, das ist immer undicht. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du keine Revisionsöffnung hast und du machst sowas, dann muss das aufgeschlagen werden, neue Fliese werden gebraucht und dann brauchst du normalerweise auch einen neuen Ablauf, eine neue Ablaufgarnitur. Also versucht es immer mit einem Pumpfix, heißem Wasser, ein bisschen Spüle zu lösen. Damit kriegt ihr das, vielleicht dauert es auch einen Augenblick, aber ihr kriegt so wirklich so ziemlich alles damit immer gelöst. Und wenn es dann wirklich nicht mehr weitergeht an der Duschwanne und Badewanne und ihr mit den Sachen, die ihr ausprobiert habt, nicht mehr weiterkommt, dann müsst ihr halt einen Installateur oder einen Heizungsbauer holen, der dann die Revisionsöffnung oder eine Fliese aufmacht und dann mit der Spirale reingeht. Bei den Duschringen und Bodenabläufen brauchst du nichts weiter als Hebelwerkzeug, damit du das Element aus Edelstahl rausnehmen kannst. Ich nehme jetzt mein Multifunktionswerkzeug dazu. So, einmal rausnehmen, zur Seite legen. Dann brauchst du eine ganz normale, handelsübliche Bürste, vielleicht mit einem kleinen Kopf, mit einem größeren Kopf und heißes Wasser. Dann gibt es das Innenelement, das ist der Geruchsverschluss, den kannst du rausziehen, zur Seite legen. Das ist jetzt das Siphon, da wo sich das Wasser befindet und den werden wir jetzt reinigen mit heißem Wasser. Die Verkrustung löse ich jetzt mit dem Messer, das sind Kalkablagerungen, die gehen mechanisch weg. Und das war's schon. Pümpel, Spüli, heißes Wasser und ein Lappen und damit kriegst du die absolut meisten Verstopfungen weg.
wenn du mal so eine Situation hast wie ich mit der Spüle, dann bau dir unbedingt einen Abzweiger ein mit einem Umlenkstück, kurzes Rohrstück, Endkappe. Das kostet wirklich nicht die Welt, ja? Das sind ein paar Euro. Und dann hast du immer einen super tollen Weg, um mit der Spirale reinzufahren. Du lässt heißes Wasser laufen, holst eine saubere Spirale wieder raus und bist im Prinzip just in time mit allem fertig. Das ist für mich so seit Jahren der optimalste Weg. Es gibt noch das Rohrfrei in flüssiger und in Granulatform. Ich versuche die Granulatform zu vermeiden, weil diese Kügelchen oder Steinchen, die du in den Siphon reinkippst, die verteilen, wenn du dann das heiße Wasser laufen lässt, dann verteilen sie sich im Rohrnetzsystem und die entwickeln so eine enorme Hitze, dass dir das dann teilweise den Siphon, der aus Plastik besteht, unter der Duschwanne oder Badewanne komplett deformiert. Nachdem du die Rohrverstopfung dann gelöst hast, dann ist dein Material unter der Duschwanne kaputt. Also die flüssige Form hatte ich noch nie so. Ja, da kannst du reinkippen, einwirken lassen, spülen, dann ist es in Ordnung. Versuche ich aber zu vermeiden, weil ja, mit dem Pumpfix kriege ich das meiste immer hin. So, jetzt habe ich so ziemlich alles angesprochen, was es im Entwässerungsbereich anzusprechen gibt. Bei den WCs, wenn ihr die Verkrustung innen drin habt, ja, und ihr kommt dann mit der Klobürste nicht hin, damit ihr das sauber macht, da hilft ein einfaches Haushaltsmittel. Nehmt etwas Waschpulver, schmeißt es einfach in das Klo rein und dann lässt es eine halbe Stunde einwirken. Einmal spülen, mit der Klobürste nachgehen und dann ist die Verkrustung oder der Schmutz, der sich im WC befindet, ist dann auch weg. Dann hast du ein weißes WC wieder. So, vielen lieben Dank möchte ich auch sagen an all die Abonnenten da draußen und an die Zuschauer und an diejenigen, die konstruktive Kritik ausüben, mir immer wieder schreiben und sagen Danke und es hat mir super gut gefallen. Das freut mich so dermaßen und ich kann es euch gar nicht beschreiben, wie toll das ist, euer Feedback zu lesen. Und vielen lieben Dank auch an all diejenigen, die mir regelmäßig einen Kaffee spendieren. Das freut mich ungemein. Tut mir leid, ich schaffe das nicht jedes Mal zu antworten oder ein Dankeschön schriftlich auszusprechen. Und das möchte ich jetzt diesmal auf diesem Weg machen. Vielen lieben Dank dafür. So, jetzt sind wir komplett mit allem fertig. Mein Name ist Luke van Dijk und ich wünsche euch eine wirklich tolle Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao.